Ja, hier noch die anderen Möglichkeiten, die Formeln für die Summen der quadratischen Abweichungen hinzuschreiben. SXX war ja erster X-Wert minus Mittelwert hoch 2 plus zweiter X-Wert minus Mittelwert hoch 2 plus etc. so lange, bis wir beim letzten Wert von X minus Mittelwert angekommen sind hoch 2. Sollen wir nicht um die Herleitung gehen, sondern nur wirklich um die Möglichkeit, wie kann ich es anders schreiben, berechnen. SXX wäre auch in Klammern erster X-Wert hoch 2 plus zweiter X-Wert hoch 2 plus, bis wir beim letzten angekommen sind, hoch 2 minus, wie viele X-Werte haben wir insgesamt, ist die Anzahl n mal x quer, also Mittelwert hoch 2. Nicht verwirren lassen von der Summenschreibweise, das ist das Zeichen für Summe aller x-Werte, also aller xi-Werte hoch 2, angefangen beim ersten Wert bis zum letzten Wert n. SYY wird genau das gleiche Spielchen sein, ich gehe vielleicht noch auf SXY ein. SXY wäre ja erster x-Wert minus Mittelwert von x mal erster y-Wert minus Mittelwert von y. Beides multipliziert plus jeweils der zweite Wert minus den Mittelwert und so weiter und so fort, bis man jeweils beim letzten Wert angekommen ist, minus entsprechenden Mittelwert, könnte ich hinschreiben zu SXY ist erster X-Wert mal erster Y-Wert plus zweiter X-Wert mal zweiter Y-Wert plus etc. pp, bis wir jeweils beim letzten Wert angekommen sind, multipliziert, minus Gesamtanzahl der entsprechenden Werte. Nicht x und y addieren, sondern wie viele x-Werte gibt es? Schrägstrich, wie viele y-Werte gibt es? Diese Anzahl multipliziert mit Mittelwert von x mal Mittelwert von y. Und auch hier kann ich wieder das Ganze verkürzt in der Summenschreibweise übernehmen. Summe jeweils Multiplikation xi mal yi vom ersten Wert jeweils bis zum letzten Wert minus n mal x quer mal y quer.